Beflügelt von Zinsfantasien hat der DAX am Mittwoch erstmals die psychologisch wichtige Marke von 18.000 Punkten übersprungen. Der deutsche Leitindex kletterte am Vormittag in der Spitze um 0,2% auf ein Allzeithoch von 18.001,42 Zählern. Die Aussicht auf bald sinkende Zinsen in den USA und im Euroraum treiben die Kurse seit Monaten in die Höhe. Auch die am Dienstag überraschend gestiegenen US-Inflationsdaten konnten die Kauflaune der Investoren nicht trüben. Ja, die Stimmung ist gut. Es liegt nicht unbedingt in der Zinssenkungsfantasie, die ja ein bisschen zurückgestuft wird, aber die Hoffnung, dass die Weltkonjunktur Schwung nimmt, die ist da. Und wir haben ja gerade im DAX und überhaupt bei deutschen Aktien sehr viele konjunkturabhängige Werte. Die profitieren davon, die sind auch recht günstig bewertet und das sorgt dafür, dass der DAX so gut aussieht. Nach Einschätzung von Analysten sorgen steigende Gewinne und Trendthemen wie künstliche Intelligenz für zusätzlichen Rückenwind für die Kurse. Bei den Einzelwerten stand Zalando mit einem Plus von mehr als 12% im Mittelpunkt. Der Online-Händler habe die Erwartungen mit seinen Zahlen für 2023 und seinem Ausblick auf das laufende Jahr erfüllt, hieß es.